In der Zwischenzeit fangen wir an und machen unseren Topfenknödel. Ja? Hier haben wir ganz normalen Magerquark in ein Leintuch eingewickelt. Und das drücken wir jetzt einfach ein bisschen aus, damit der Quark Flüssigkeit verliert. Wir geben den Quark jetzt, den ausgedrückten, einfach in eine Schüssel. Da benötigen wir 2 frische Eier, ein Vollei, ein Eigelb, ein bisschen grobes Semmelmehl. Und glattes Mehl. Wir machen jetzt natürlich eine herzhafte Variante, deswegen geben wir ein bisschen Thymian mit rein, Salz, Pfeffer und trotzdem ein bisschen Orangenabrieb. Orange passt sehr gut zu Pilzen und um das Ganze harmonisch zu machen, machen wir natürlich hier den Topfenknödel jetzt auch ein bisschen Orange mit rein. Dann rühren wir das Ganze nur noch durch, schön locker, nicht zu stark drücken, dass wir nicht noch mehr Wasser aus dem Quark rausdrücken. Dann stellen wir das Ganze kurz kalt und dann braucht man nur noch Knödelformen und diese abkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de